Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Ich habe euch ja gezeigt, wie ich hier einen Glockenankermotor eingebaut habe und auch die LED-Beleuchtung vom Weg. Das habe ich bei einer Ausstellung bei uns in Fellbach als Satz gekauft, und zwar vor Jahren. Also da gibt es im Prinzip keinen Hersteller, der hatte sich speziell auf E63 spezialisiert und hatte das so ausgelegt. Ich habe den allerdings nicht mehr gesehen, leider, denn ich habe noch die eine oder andere. Hier habe ich noch mal eine. Da wäre es schön, wenn ich noch mal so ein Sätzchen hätte, habe ich aber leider nicht. Deshalb, ich kenne das nur von SB-Modellbau. Die können so Glockenankermotoren für Märklin-Modelle besorgen. Mit der LED-Beleuchtung vorn, da ist nur selber Hand anzulegen. Und zwar mit entweder einer Platine, die man sich selber etwas zurecht schnitzt und dann auch einschraubt oder einklebt mit doppelseitigem Klebeband. Da kann man natürlich das eine oder andere bewerkstelligen. Ich werde das jetzt bei dieser Lok mal versuchen, dass ich hier auch Leuchtdioden auf eine Platine bekomme, und bei SB mal schauen, ob ich da nicht so einen Motor bekomme, denn die Laufruhe ist wirklich hervorragend. Ich muss dazu sagen, ich hatte das in meinem Video nicht erwähnt. Ich habe natürlich das Getriebe Picobello gesäubert. Ich habe das im Orangenbad gehabt. Ich habe auch die Antriebsrädchen ausgebaut und gereinigt, hauptsächlich die drei oberen Zahnräder, die sich ja hier drunter verbirgen. Da habe ich ja das kleine Rad, dann habe ich das größere Rad und dann hier unten das Übertragungsrad, das hier. Das hatte ich ausgebaut und habe das dann auch Picobello sauber gemacht. Und wenn ich jetzt diese Geschichte hier drehe, das geht natürlich wesentlich schwieriger durch den Motor, wie wenn ich das bei dieser Lok drehe. Die hat ja hier diesen Glockenanker drin. Also wenn ich das so, das sieht jeder, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und hier, da ist das doch etwas schwieriger, das Ganze zu drehen. Auch dies wurde gereinigt, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt einfach die Reibung hier oben in dem Motor ist. Denn wenn dieser Motor ausgebaut ist, lässt sich das Fahrwerk auch einwandfrei drehen. Das ist halt der eine Vorteil, den ich bei so einem Modell habe, wenn ich da einen Glockenanker einbaue. Da sich meine Frau jetzt eine hellblaue E63 wünscht, muss ich natürlich hier dieses Teil auch umbauen. Aber in erster Linie geht es ja mal um die Pufferung dieser Modelllok, also dieses ganzen Teils. Dazu habe ich jetzt hier einen Lokpilot 4 herangezogen. Habe hier eine Stako 1 von Zimo mit Ladeschaltung verwendet, und laut Homepage von ESU kann ich das hier anklemmen. Und zwar, wenn ich hier diese Pinbelegung nehme, dann habe ich die hintere Reihe 1, 2, 3, das ist die Masse, 4, 5, 6, 7, das ist das Plus. Wenn ich da die Ladeschaltung, wie gesagt, hier
die Staco 1 mit 0,33 Farad Goldcaps anbringe, habe ich einen relativ, also für mich so gesehen, relativ langen Lauf des Motors, wesentlich besser, wie wenn ich nur einen 470 Mühfarad Kondensator verwende. Klar, hier ist natürlich die Kapazität, wie ich ja von euch erfahren habe, worüber ich dankbar bin, durch Reihenschaltung ja etwas geringer wie die 0,33 Farad, aber immer noch höher, und zwar wesentlich höher wie ein 470 µFarad Kondensator. Also da kann der Motor natürlich schon einiges damit anfangen. Und wenn ich dann hier noch einen Glockenankermotor habe, der von Haus aus ja sowieso weniger Strom braucht, denke ich mal, bin ich hier in einer guten Position, dass diese Lok dann auch tatsächlich solche kleine Hürden wie jetzt, wenn ich die jetzt so fahren lasse. Ich habe ja hier noch ein bisschen Fehler eingebaut. Und da bleibt die halt teilweise stehen. Und das möchte ich nachher mit diesem Staco 1 nicht mehr haben. Aber allein die Laufruhe, die ich jetzt habe mit diesem Motor, die ist natürlich schon sehr erstaunlich. Ich bin bei 128 Fahrstufen. Es ist die erste Fahrstufe, die er hat. Und damit läuft das eigentlich recht flott. Für eine Lok, die ja schätzungsweise 30, 40 Jahre alt ist. Denn die hatte ich ja im Prinzip aus meiner Kindheit noch. Und da war ja das Gehäuse, der eine oder andere kann sich noch daran erinnern, als ich diese Lok praktisch umgebaut habe, schon sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber jetzt kurze Rede, langer Sinn. Ich denke mal, ich werde die Lok jetzt öffnen und hier auch den Staco 1 einbringen. Denn Platz habe ich ja für dieses ganze Gewurstel hier reichlich. Also da kann ich natürlich Kondensator und die Ladeschaltung einwandfrei unterbringen. Es wird hier nur noch eine Verbindung hergestellt zu diesen besagten Anschlüssen. Und dann dürfte diese Lok so laufen, wie ich möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch die Schönwitz-Steuerung unterbringen könnte. Denn ich habe hier Platz für 6 Kondensator und dann könnte hier natürlich auch eine Schönwitz-Steuerung Platz finden. Und da könnte ich sogar die 1 Farad nehmen, die habe ich ja sogar auch noch hier. Die sind halt etwas stärker. Und die könnte ich, wie gesagt, auch noch verwenden. Das wären ja diese Brummer hier, aber wie gesagt, das reicht völlig aus. Wenn ich hier, das ist ja so ein Block, den habe ich ja schon vorgefertigt mal. Das ist jetzt so ein 6er-Block. Und wenn ich den jetzt hier reinstelle, da bleiben keine Wünsche offen. Also bei diesem Platzangebot wäre das mit Sicherheit auch hier möglich. Und da die
Schönwitzsteuerung dazu. Die würde sogar daneben auch noch Platz finden. Und auch hier hätte ich dann eine saubere Pufferung. Ich werde jetzt mal doch die Schönwitz hier einsetzen, um dann euch zu zeigen, dass sowas mit relativ geringem Aufwand dann auch Früchte trägt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier einen Schrumpfschlauch drüber machen, um das Ganze dann gegen Kurzschluss zu sichern. Oder es gibt die andere Möglichkeit, man verkleidet das mit einem selbstklebenden doppelseitigen Band. Zuerst natürlich vorher mit ISO wirklich fettfrei machen. Und da in diesem Paket, da ich ja den Platz habe, könnte sogar auch der Schönwitz Steuer oder Ladeschaltung, Steuerschaltung wäre falsch. Das ist ja eine Ladeschaltung und die könnte hier noch wunderbar Platz nehmen. Das wäre ja im Prinzip diese Schaltung, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und da kann ich ja das abtrennen und dann habe ich nur noch diese Größe dieser Schaltung hier übrig und die kann ich verkehrt herum hier sauber einbringen und das Ganze dann verschrumpfen und habe dann nachher zwei Kabel, die aus diesem Paket herausragen und die Kabel kommen dann hier an die besagten Lötstellen ran meines Decoders und die Aussetzer und Störprobleme, die ich hier in der Lok habe, sind Geschichte. Ich würde sagen, ich verlöte das mal, dann zeige ich euch das, werde dann den Schrumpfschlauch überziehen und dann kann ich euch auch zeigen, wie das Ganze dann verschrumpft aussieht und dann löten wir zusammen die zwei Kabel an den Decoder und dann bewundern wir mal das Ergebnis. So habe ich das jetzt gelöst. Ich habe hier die Ladeschaltung aufgebracht, einmal das Plus von den Pufferkondensatoren hier genommen. Die Masse des Pufferkondensators, die habe ich hier rüber gebogen, habe das hier auf die Platine gelötet, somit hält auch die Schaltung sauber und das Plus der Ladeschaltung, wie gesagt, hier rüber an diesen Kondensator und die kleinen feinen Anschlüsse, die gehen ja dann nachher zu meinem Decoder, unschwer zu erkennen, Plus und Minus. Schwarz und Rot. Jetzt kann ich den Schrumpfschlauch überziehen. Man hätte natürlich auch die Ladeschaltung hier reinbringen können. Dann wäre das Ganze breiter geworden, aber ich wollte das natürlich etwas schlanker gestalten, damit ich das Ganze hier in diese Aussparung so einstecken kann. Das war also der Grundgedanke. Es spricht auch nichts dagegen, das Ganze dann hier anzusetzen. Dann wäre es halt etwas länger geworden. Aber wie gesagt, so ist es mir einfach lieber zum Einsetzen. Aber das muss man halt einfach von Modell zu Modell dementsprechend halt entscheiden. Ich könnte das auch hier vorn reinstopfen, aber wenn ich hier hinten den Platz habe, warum nicht? Dann verwende ich diesen Platz. Ich hätte auch hier noch einen Sound noch mit einsetzen können. Ja gut, es muss nicht alles Sound haben. Dann kommt jetzt der
Schrumpfschlauch drauf. Das Paket ist jetzt im Schrumpfschlauch eingebettet. Ich werde jetzt das Ganze verschrumpfen. Das heißt, ich werde hier Wärme zuführen, um dann das Paket hier zu verschließen. Da wird das Ganze etwas eingesetzt. Hier unten wird es dann gekürzt und dann kann ich ihn hier reinstellen in meine Aussparung. Das Paket sieht jetzt so verschrumpft aus. Ich habe hier oben nur noch meine zwei Leitungen und ich kann jetzt, wenn ich möchte, hier noch ein Gewebeband drüber ziehen. Dann ist das ganze Ding absolut kontaktsicher. Und jetzt kann das hier in dieser Aussparung sauber Platz finden, das Teil. Da nehme ich die zwei Beleuchtungskabel etwas auf die Seite und kann das hier so nahezu einklemmen. Und die zwei Kondensatorleitungen, wenn ich die mal so nennen darf, die kann ich jetzt auch hier noch durch diesen Schrumpfschlauch durchziehen und dann finden die Anschlüsse hier hinten an der Platine Platz. Hier nun der Decoder. Es ist der gleiche wie hier, den ich ja mit diesem Stacco ausgestattet habe. Wie komme ich an diese zwei Kontakte ran? Ich nehme hier ein Skalpell, schneide hier vorsichtig dieses Kunststoff auf . Da müsst ihr einfach mit Gefühl arbeiten. Lieber zwei- oder dreimal wie einmal zu tief, denn da befinden wir uns ja schon ein bisschen auf der Leiterbahnebene. Gebe zu, das ist ein bisschen ein Gefummel, aber auch das ist machbar, wie ihr seht. Dann könnt ihr dieses Teil abnehmen. Das müsst ihr halt hier dann so abschneiden oder abreißen. Jetzt habt ihr die Leiterbahnen hier im Hintergrund offen. Dann nehme ich immer so eine selbstklemmende. Ne? Die will heute alles andere als halten. Dann nehme ich sie halt so rum. Ich habe ja euch gesagt, ihr müsst den Decoder auf die Rückseite legen und ihr habt ja bei diesen 21-Pin-Decodern, sage ich mal, da fehlt ja lediglich der Sockel. Da habt ihr hier einen Leerpin, also hier ist nichts. Hier habt ihr eine Bohrung, hier habt ihr eine Bohrung und ihr müsst zählen, wo beide Bohrungen gegenüberliegen und dann zählt ihr von oben rechts 1, 2, 3, da haben wir gesagt, ist die Masse und die 7 ist die Plusansteuerung.
Und so machen wir das hier natürlich jetzt auch. Ich lasse hier natürlich auch etwas Luft am Kabel, denn man weiß ja nie, wie das nachher dann verdrahtet wird. Und dann mit einem wirklich feinen und ja, dünner Lötspitze, bitte sehr vorsichtig. Ihr lötet hier auf einem Decoder und wenn ihr hier was falsch macht, dann habt ihr einfach verloren, dann ist der Decoder kaputt. Also das ist natürlich was für, ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber man sollte schon ein bisschen Erfahrung mit dem Löten haben. 1, 2, 3. So, das ist jetzt der eine Punkt. Da kann ich jetzt meine Masse anlöten. Und jetzt kommt natürlich der zweite Punkt. Wir brauchen ja auch noch die Plusverbindung, die hole ich mir natürlich auch hierher und mache die gleich lang. Und auch hier, wie gesagt, sehr vorsichtig und wirklich mit viel Gefühl das Ganze anlöten. Und da geht man auch als erstes her und verlötet erstmal die Platine hier. Dass hier einfach ein Lötpunkt ist, dann tue ich mich halt einfach leichter nachher beim Verlöten des Ganzen. Und ich zähle wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier ist der siebte Pin. Ich kontrolliere natürlich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lieber einmal zu viel gezählt als einmal zu wenig und ich erwische eine falsche Lötstelle. So. Und jetzt nochmal kontrollieren. Also ich kontrolliere einfach viel zu oft, aber so ein Decoder liegt halt bei knapp 40 Euro, bis er bei euch auf dem Tisch liegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also Plus, Minus. Das Ganze müsste jetzt so schon funktionieren. Ich kann das Ganze jetzt einfach mal so auf mein Testgleis setzen und dann sehen wir, ob diese Operation ein Erfolg war. Die Lok ist jetzt auf meinem Testgleis, Zentrale eingeschaltet und die wilde Fahrt kann beginnen. Und so wie die Sache aussieht, macht die tatsächlich
keine Unterbrechungen mehr. Das heißt, diese Operation war ein Erfolg. Das ist, wie gesagt, jetzt die erste Fahrstufe. Und jetzt fahre ich rüber, aus, wunderbar. Also ein Erfolg. Ihr müsst halt nur den Kondensatoren immer etwas Zeit lassen, dass die sich wieder aufladen. Und jetzt nochmal aus, wunderbar. Also das entspricht meiner Vorstellung. Und ich bin wirklich begeistert von dieser Puffergeschichte. Das hat mich wirklich etwas mitgenommen und auch beschäftigt. Und ihr seht, das funktioniert hervorragend. Und ihr werdet das Ergebnis nachher an der Anlage unten dann mit mir nochmal begutachten können. Das Ganze ist jetzt wieder zusammengesetzt und ihr seht, Platzprobleme habe ich da natürlich keine und das Fahrverhalten dieser Lok hat sich natürlich wesentlich verbessert. Und auch die Geräuschentwicklung dieser Lok. Nahezu null. Und die Pufferung hält, was sie verspricht. Jetzt kann der Gehäusedeckel wieder aufgesetzt werden. Die Lok zugeschraubt. Und dann getestet werden. Jetzt die Testfahrt bei mir auf der Anlage. Ich lasse sie mit langsamer Geschwindigkeit einfahren. Was für ein Erfolg. Auch im weiteren Verlauf mit dieser langsamen Geschwindigkeit habe ich halt keine Aussetzer mehr. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Also unterm Strich muss man sagen, ein Pufferkondensator und so ein Glockenankermotor, das ist eine feine Sache. Auch rückwärtig. Ein schöner, ruhiger Lauf. Unhörbar. Und ich lasse das Ganze jetzt mal so in dieser Geschwindigkeit über die Weiche fahren. Und ich bin der Meinung, da wird mit Sicherheit kein Aussetzen erkennbar sein. Auch hier wieder nicht das Signal beachten. Mir geht es hier jetzt rein um die Funktion. Was macht mein Pufferspeicher?
hat sich dieser Aufwand tatsächlich gelohnt oder ist das einfach nur rausgeschmissenes Geld? Aber so muss ich sagen, so hatte ich es erwartet und so habe ich es jetzt auch bekommen, eine tolle und ruhige Fahrt mit dieser doch recht betagten Lok. Auch in die andere Richtung, wie gesagt, bei dieser minimalen Geschwindigkeit hält der Pufferspeicher tatsächlich das, was er verspricht. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Ja, ein paar Haftreifen muss ich auch noch ersetzen. Gut. Aber mir ging es eigentlich jetzt erstmal um Motorleistung, Pufferspeicher und diese ganze Geschichte. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht und es war ein interessantes Video. Ich kann dazu nur raten, wenn ihr so Loks habt, die etwas schwierig sind, Zweiachser, wie zum Beispiel ein alter Schienenbus oder auch sonst Loks, die einfach Probleme machen, über K-Weichen, so wie in meinem Fall hier diese Schlankeweiche, Doppelkreuzweiche, Schlankeweiche. Da hat manche Lok bei mir wirklich Schwierigkeiten. Ihr könnt das mit einem Pufferspeicher wirklich exzellent beheben. Und der Aufwand, das sind nicht mal 20 Euro. Und ihr habt einen wirklichen besseren Fahrspaß. Das ist so mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte. Ich meine, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich selber denke mal, das ist gut angelegtes Geld. Damit möchte ich heute schließen. Ich hoffe, es war interessant und würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können bei einem meiner nächsten Videos. Da wird auch die 63er im Einsatz sein und verbleibe bis dahin. Euer Grubi, 1960.